Gerald John aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion, du beschäftigst dich laufend mit Sozialpolitik. Kann man Karl Nehammer diese Aussage, so ein Burger wäre eine mehr oder weniger vollwertige Mahlzeit, wirklich durchgehen lassen? Nein, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Und Nehammer weiß auch selber, dass das wahrscheinlich ein bisschen ein Blödsinn ist. Er sagt das selber dazu, dass ein Burger und Pommes bei McDonald's nicht gesund ist. Er hat jetzt auch nicht gesagt, dass es eine vollwertige Mahlzeit ist. Muss man ehrenhalber ihm zugute halten. Aber ja, also man darf jetzt nicht irgendwie dramatisieren, wenn Kinder manchmal zu McDonald's gehen und dort sich sowas reinziehen. Aber auf Dauer ist das natürlich nicht gesund und schädlich, weil es ist sehr fett. Es ist kein Gemüse dabei. Die Art des Brotes ist auch weit davon entfernt, ein vollwertiges Vollkornbrot zu sein. Also man kann nur davon abraten, täglich zu McDonald's zu gehen. Jetzt sind warme Mahlzeiten für Kinder auch bei dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler ein regelmäßiges Thema. Der sagt, glaube ich, dass alle Kinder in Österreich regelmäßig eine warme Mahlzeit kriegen sollen und dass das auch teilweise finanziert werden soll. Ist der tägliche Hamburger so ein bisschen Nehammers Antwort auf die SPÖ-Sozialpolitik? Vielleicht weniger auf die konkreten Vorschläge von Andreas Babler, aber auf jeden Fall, glaube ich, schon auf die SPÖ-Rhetorik. Also die Aussagen, das kommt aus dem Video auch heraus, dürften aus einem wirklichen Ärger entstanden sein von Nehammer. Und zwar hat er das Gefühl, dass die Leistungen der Regierung im Kampf gegen die Teuerungen zu wenig gewürdigt werden, dass viel zu wenig in der Debatte darauf Bezug genommen wird, wie stark die Hilfspakete die Teuerung abgefangen hätten. Und ja, da trifft er zum Teil schon einen Punkt. Also bei aller legitimen Kritik habe ich das Gefühl, finde ich schon, dass die SPÖ da auch manchmal ziemlich übertreibt. Ja. Also es wird schon das Bild gezeichnet, als dass die Leute alleingelassen würden mit der Teuerung und mit ihren Kosten und dass da gar nichts passiert. Das stimmt einfach nicht. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass es nach wie vor Leute gibt, denen es schlecht geht, denen es ist im Zuge der Teuerung schlechter geht noch als früher. Und gerade die Daten zeigen, dass 2023 da ein schwieriges Jahr wird, denn im Vergleich zum Vorjahr werden laut Prognose die real verfügbaren Einkommen gerade des untersten Zehntel der Haushalte schon recht deutlich sinken. Und das spüren Leute, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, natürlich. Und jetzt konkret zum Thema Mahlzeiten für armutsgefährdete Menschen oder Menschen mit weniger Einkommen. Auch wenn da jetzt die konkreten Aussagen von Nehammer ein bisschen fragwürdig sind, kann man sagen, dass Kinder in Österreich hungern müssen oder nicht? Ja, hungern. Also verhungern wird auf keinen Fall irgendjemand. Das wird nicht der Fall sein in Österreich. Es gibt dann schon viele soziale Netze und so weiter. Aber es gibt so eine Umfrage, eine vierteljährliche Befragung der Statistik Austria zu den sozialen Folgen der Krisenjahre. Und laut dieser kam im ersten Quartal des vorigen Jahres heraus, dass immerhin 9,5% der 18- bis 74-Jährigen das Geld nicht reicht, um sich ein Hauptgericht jeden zweiten Tag leisten zu können. Bei den Kindern unter 18 Jahren beträgt der Anteil 10,6%. Also das ist jetzt schon beträchtlich. Jetzt kann man natürlich streiten, wie valide diese Aussagen sind. Das sind subjektive Einschätzungen über die eigene Lebenssituation und es ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, was sich jemand unter einem vollwertigen Essen versteht. Also manche sehen da vielleicht schon Nudeln mit Olivenöl drunter, andere sagen dann, naja, das muss schon ein Restaurantbesuch sein oder eben bis zum McDonald's-Burger. Also da gibt es schon ein bisschen Unsicherheiten, aber es gibt auf jeden Fall eine signifikante Zahl, die diesen Eindruck hat und ich glaube, das kann man jetzt nicht alles nur mit Alarmismus abtun und auch nicht damit, dass jetzt irgendwelche Rabeneltern ihren Kindern nichts Ordentliches zum Essen geben. Also damit kann man das sicher nicht erklären. Und wir haben heute schon gehört, dass dieses Video, gerade diese Hamburger-Aussage, sehr aufgeregt hat im Netz auch. Kannst du das nachvollziehen, dass dieses Thema so aufregt? Ja, kann ich schon nachvollziehen. Einerseits ist die ganze Debatte um die Teuerung sehr aufgeheizt. Ja. Also viele Leute haben wirklich den subjektiven Eindruck, dass es wahrscheinlich viel schlechter geht, als es real jetzt von den Einkommen her ist. Die Regierung ist unten durch, die ÖVP liegt ganz schlecht in den Umfragen und dann ist es auch ein sehr lebensnahes Thema natürlich. Also jeder kennt McDonald's, viele gehen gern hin, aber so ziemlich jeder weiß, dass das wirklich nicht das Gesündeste ist, was man jeden Tag essen soll. Und wenn da so ein Kanzler halt in diese Richtung spricht, dann erinnert es ein bisschen an diese Aussage von Marie Antoinette, die historisch wahrscheinlich aber nie getan hat, aber der halt so überliefert ist, die gesagt habe, wenn die Leute zu wenig Geld haben, für Brot sollen sie halt lieber Kuchen essen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die Behörden haben alles richtig gemacht. Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht.
So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.